Hallo zusammen, Freitagabend, DAX-Time. Bevor ich in den DAX gehe, will ich euch aber das hier zeigen. Da sind ein paar Termine dabei, die könnten euch interessieren, und zwar meine im März. Jetzt am Montag, am 13.03., mache ich mittags, ich glaube, das ist um, ich weiß nicht, ob es um 11.30 Uhr ist oder 12 Uhr, mit der Edda Vogt wieder Börse at Home. Die Idee war aussichtsreiche Titel, aber ich muss sagen, das ist sehr, sehr schwierig momentan. Ich weiß noch nicht, welche Aktien ich nehmen werde. Ich kann es nicht sagen. 5, 6 Werte. Und anmelden bitte hier über börse-frankfurt.de. Das ist das Erste. Dann, ab Freitag beginnt die Invest in Stuttgart. Ich reise da schon am Donnerstag an. Das heißt, am nächsten Freitag wird es keinen Film geben. Den mache ich erst am Sonntagabend. Am Freitag bin ich gleich um 10 Uhr mit der HSBC, dem Lars Erichsen von Tradermacher und einem Herrn von Goldesel in so einer Podiumsdiskussion. Die dauert ungefähr, also für mich so 1 Stunde 20, eigentlich dauert es 1,5 Stunden, aber ich bin dann ab 11.30 Uhr bei NTV. Und dann stelle ich mich um 12 Uhr hin an den Stand von Goldman Sachs und da könnt ihr vorbeikommen und sagen, guck mal auf den Wert oder jenen. Da mache ich eine Wunschanalyse und das mache ich auch um 14 Uhr. Ab 15 Uhr, wir sind immer noch beim Freitag, stehe ich dann beim Trader Fox. Da kommen also auch ein paar von meinen Analystenkumpels. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe auch den Simon jetzt bestimmt 3 Jahre nicht mehr gesehen. Am Freitag bin ich auch um 12 Uhr und 14 Uhr bei Goldman Sachs, auch wieder für Analysen. Und auch wieder um 15 Uhr am Stand von Trader Fox. Und dann gibt es am 1. und 2. April wieder ein Webinar. Steht auf meiner Homepage, schlegel-trading.com. Wir haben das letzte Mal wieder so gelacht mit den verschiedenen Terminen, mit den Gruppen. Und die machen dann hinterher gleich so WhatsApp-Gruppen und tauschen sich aus. Aber wir haben so viel Spaß gehabt. Das war wirklich lustig. Und ich hatte auch sehr viel Lust, das zu machen. Und jetzt wollen wir doch kommen als April-Scherz. 1. und 2. April solltet ihr euch da anmelden wollen. Es geht auch über schlegel-trading.com. Dann ist Folgendes passiert. Ta-ta-ta, ich habe 6.000 Abonnenten. Das finde ich unglaublich. Ja. Vor diesem Hintergrund habe ich gedacht, ich muss mal dieses ganze Bild hier neu machen. Und wie gesagt, Montag ist Börse, dann am Freitag bin ich bei NTV. Das wird aber dann erst gezeigt, ich glaube, am Dienstag in der Woche drauf. Und was ich nach wie vor sehr cool finde von diesen 6.000 Abonnenten, ich habe 0 Cent für irgendeine Werbung ausgegeben. Und was mich dann echt stolz macht, ist sowas hier. 3.670 Ausrufe, das war für den vom letzten Wochenende. Das ist eine Quote von fast 60%. Das finde ich richtig cool. Also mir macht es nach wie vor sehr viel Spaß und vielen Dank für die ganz tollen Kommentare überall. Und ich versuche sie auch, das wisst ihr nach wie vor, vor allem wenn es fachlich ist, alles zu beantworten. Deswegen, ich habe gar kein Interesse, hier 100.000 Leute zu haben. 10.000 reichen mir. 10.000 ist mein nächstes Ziel, dann werde ich auch wieder zum Essen eingeladen. Finde ich also auch sehr lässig, wird mir Spaß machen. Und dieses Bild habe ich jetzt um diesen einen Knopf hier erweitert. Das ist mein LinkedIn-Ding. Da zeige ich natürlich im Prinzip die gleichen Filme, wie hier auch. Aber ich kommentiere auch, weil es ist für mich wesentlich einfacher, wenn irgendwelche von mir geschätzten Kollegen, zum Beispiel der Jörg Scherer oder der Christian Köker oder der Matthias Hüppe, wenn die irgendwas schreiben, was ich für sinnvoll erachte, gibt es da immer einen Kommentar dazu. Das ist also eine ganz schnelle Plattform. Deswegen, wenn ihr hier drauf drückt, dann kommt ihr also auf, müsst euch nochmal anmelden, auf das LinkedIn-Geschichte. Und dann seht ihr zum Beispiel sowas hier. Das ist die Geschichte am Freitag um 10 Uhr, von 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Hier steht dann auch der Raum C5. Und ich bin anscheinend der einzige Krawattenträger. Hier haben wir den Matthias Hüppe von der HSBC. Michael Flender ist das von Goldesel, den Lars Erichsen kennt bestimmt auch der eine oder andere. Und der Thomas Lürber ist einer der Trader von HSBC. Das wird mit Sicherheit einen Haufen Spaß machen. Deswegen, das ist der Vorteil von LinkedIn. Also schreibt da ruhig, akzeptiert das. Ist gar kein Problem, weil da kann ich wesentlich schneller agieren und solche Sachen hier weiterräumen. Oder wenn halt zum Beispiel der Jörg Scherer oder wer auch immer irgendwas schreibt, was ich als gut erachte. Oder zum Beispiel der Roland Ulrich. Finde ich ganz toller Börsenpsychologe, finde ich super. Also, das schaut euch dann mal an. Ich habe damit kein Problem, wenn ihr mir da eine Anfrage stellt. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, hier geht es zur Homepage. Und wo ist denn das? Unter den Filmen habe ich den Text auch verändert. Da gibt es also verschiedene Links, die vielleicht helfen können. Aber jetzt gehen wir mal zum DAX. So, und hier ist nun der DAX. Also, das ist nicht schön, was ihr hier macht. Ich habe eigentlich gar nichts Positives zu berichten.
Erstmal zur nächsten Woche. Dienstag kommt CPI. Das erachte ich als noch wesentlich wichtiger als die NFPs von heute. Am Donnerstag ist die EZB-Zinssatzentscheidung. Ich gehe von einem 0,5% aus. Wenn wir mal schauen. Also ich würde mich wundern, wenn sie weniger machten. Also ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre. Und am Freitag haben wir großen Verfalltermin. Also das wird eine mega heftige Woche. Da bitte mal auf Schwankungen einstellen. Und die können sehr heftig werden, so wie zum Beispiel heute bei den Banken. Jetzt geht in Amerika, geht SVB pleite. Also die haben alle Zahlungsschwierigkeiten. Silvergate will liquidiert werden. Und was machen wir in Europa? Wir nehmen das ernster als die Amis selbst. Jetzt ist diese Silicon Valley Bank, die ist nicht klein. Das ist die 16. größte in Amerika. Aber dass deswegen eine Deutsche Bank 8% verlieren muss oder die ING 5 oder BNP 4, das leuchtet mir so nicht ein. Das ist so die typische europäische Übertreibung. Wie dem auch sei, zum DAX. Also ich habe das jetzt extra mal so gelassen, damit man es besser sieht. Ein ganz frisches Verkaufssignal über den Oszillator. Negativ über die traditionelle Sichtweise und die moderne im MACD. Wir sind mit einem Doji, wobei der stört mich jetzt hier eigentlich nicht so. Eingangskurs gleich Ausgangskurs. Das wäre was anderes, wenn der hier wäre. Dann würde ich das sogar als positiv erachten. Oder hier dann als negativ. Aber wir schließen unter der 20-Tage-Linie. Das ist das erste Mal seit 1, 2, 3, 4, 5 Tagen. Ja, das war letzten Freitag waren wir, glaube ich, hier. Und das ist also auch negativ. Wir sind aber weiterhin in dieser blauen Range. Die Unterbegrenzung ist 15.200 und das ist nicht nur diese blaue Linie, sondern da liegt auch das untere Band. Das ist schon eine Unterstützung. Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass von 10 Händlern 7 den Markt eher runter wollen, 2 sind neutral, einer ist positiv. Deswegen glaube ich nicht, dass wir hier, sagen wir es mal, nennenswert absaufen. Das glaube ich nicht. Eigentlich kann ich mir vorstellen, dass jeder, der Short ist, froh ist, wenn er mal mit dem Short bei dieser ganzen Bewegung, die wir hatten von 1. Oktober an, wenn er mit dem Short Geld verdient. Und ist dann auch froh oder zumindest seine Verluste reduzieren kann. Fürs Daytrading ist es nach wie vor ein sehr interessanter Markt. Nochmal für Endanleger. Also ich möchte nicht der Fondsmanager sein, der hier irgendwie 1 Milliarde, 5 Milliarden oder was auch immer für Milliarden hin und her schieben muss. Der kommt morgens rein, grinst und geht abends raus, heult. Oder andersrum. Das ist mit Sicherheit kein einfacher Job momentan. Nochmal, ich fand das, was heute in den Banken passiert ist, für nicht so sinnvoll. Ich habe also auch die ersten deutschen Bank gekauft, Schnüffelstücke. So, wo war denn das? Das war um die 10,65 oder sowas. Das gucke ich mir jetzt mal an. Also ich glaube nicht, dass der Gesamtmarkt nennenswert weiter runterkommt. Sollte er wieder erwarten, unter diesem Bereich hier gehen, 15.145. Da sind wir also jetzt 300 Punkte noch weg. Dann rechne ich auch mit der 14.900. Aber das sehe ich hier momentan nicht. Glaubst du da nicht? Es sind tatsächlich immer noch die gleichen Scheine. Es gibt für mich in diesem Range-Markt keinen sinnvollen Grund, irgendeinen Schein zu ändern. Ich wollte jetzt hier nicht auf den Monat eingehen oder so. Ich meine auch, der Markt hat das Recht auf eine Pause. Ich glaube allerdings nicht, dass die Pause sehr korrektiv sein wird. Vielleicht mit Mühe und Not oder ein bisschen Glück auf die 14.100, aber mehr nicht. Und der Widerstand ist auch ganz klar zementiert, so bei 15.715. Da würde ich ihn sehen, also ein bisschen hier drüber. Vielleicht eher 15.730. Ich halte mich mit Blick auf die nächste Woche sehr, sehr bedeckt, weil das kann wirklich heftig sein. Da rechne ich also auch mit Bewegungen von 300, vielleicht sogar 400 Punkten innerhalb von Minuten. Also passt da bloß auf, das wird nicht witzig. Es hat sich gerade eben ergeben, dass der Zeitplan, den ich vorhin genannt habe, sich für den Freitag schon wieder ändern wird, weil mein NTV-Auftritt ist erst um 12.05 Uhr. Das heißt, ich mache diese ganze Podiumsdiskussion mit. Und kann aber dann nicht um 12 Uhr auch gleichzeitig bei Goldman sein. Das heißt, ich werde am Freitag nur um 14 Uhr bei Goldman sein. Dafür dann am Samstag von 12 um 12 Uhr und um 14 Uhr. Tja, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.